Hallo und seid herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 Karriere. Wir sind hier natürlich wieder am Start mit dem SV Werder Bremen. Max Kruse sagt, danke Chef. Danke, dass ich spielen durfte. Trainer, ich war mir sicher, dass ich heute für unsere Mannschaft etwas erreichen kann. Und damit bezieht er sich auf das Spiel gegen Atletico. Und somit heiße ich euch jetzt herzlich willkommen zum Topspiel gegen die Bayern. Das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel, muss man zugeben. Wir können gewinnen. Wir haben die Chance zu gewinnen, muss man zugeben. Wir haben die Chance. Wir haben den Kader dafür. Und deswegen, wer ist ein Armstrong? Jetzt mal ganz ehrlich, wer ist ein Armstrong? Hä? Wir hatten Bayern da irgendwo ausgegraben. Renato Sanchez, oh, schon 4 Tore. Boateng 1. Okay, scheint irgendwie... Wer ist Armstrong? Please, wer ist Armstrong? Okay, was machen wir denn? Wir motivieren Hahn. Komm, das ist mal ganz gut. Jetzt mal ganz ehrlich, wer ist Armstrong? Ich weiß absolut nicht, wer Armstrong ist. Okay, dann würde ich sagen, speichern wir. Es ist immer noch Samstag. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Spiele auch aufnehmen werde. Ich denke, ich werde nur 3 aufnehmen und morgen dann die restlichen 2. So sieht es jetzt momentan noch von meiner Verfassung aus und so von meiner Einstellung her. Das kann ich ja jetzt schon mal sagen, jetzt am Samstag ein neues Projekt beginnt. Wie regelmäßig das kommt, ganz ehrlich, das weiß ich noch nicht. Kann da auch noch nicht so viel zu sagen. Tut mir leid. So. Statt Dierney möchte ich jetzt wieder Sané einwechseln. Und ansonsten lasse ich fast die Mannschaft. Nur auf der Bank schaue ich mal. Statt Griffiths würde ich sehr gerne Kainz mitnehmen. Und statt Seferovic muss ich ganz ehrlich zugestehen, würde ich viel lieber Isak mitnehmen. Onoma? Na, Onoma sollten wir mal eher auch mitnehmen. Anstelle von... Ja, Bartels ist eigentlich ganz gut so. Kirchhoff ist ehemaliger Bayern-Spieler. Ich weiß nicht, soll ich ihn eher von Beginn an rein einsetzen? Rein einsetzen, klingt auch witzig. Wir nehmen mal anstelle von Kirchhoff Ruben Neves mit. Und Kirchhoff spielt von Beginn an. So ist es ganz gut. Okay, dann haben wir auch schon unsere 11. Und dann kann es auch losgehen. So. Dann speichern wir nochmal. So. Und wir spielen. Wir spielen in München. Ja, wir nehmen das Trikot. Das ist doch ganz gut. Bayern nimmt das klassische Heimtrikot. Alter, Weltklasse, 6 Minuten, gib ihm. Gut, das ist unsere 11. So soll es aussehen und nicht anders. Was mich manchmal wundert, ist, dass irgendwie meistens die gleichen Skillspiele sind. Ich konnte mir den Ball sogar in der Luft da kontrollieren. Wow, das war ein ganz geiler Schuss, Daniel. So, ich glaube 15:30 dürfte es sein. Ich sage jetzt aber einfach mal, das wäre das Topspiel. Weil eigentlich ist es ein Topspiel. Der zweite empfängt den ersten. Wir haben auch nur einen Punkt Vorsprung auf Bayern. Wenn wir gewinnen sollten, hätten wir theoretisch 4. Ich weiß jetzt nicht, ob Dortmund schon gespielt hat. Habe ich jetzt nicht auch drauf geachtet, muss ich zugeben. Ich würde sagen, ich beende auch nicht die Folge unbedingt jetzt. Ich beende nicht die Folge... wie regulär, wenn da das Endergebnis steht und wo ich Jagdmord mache, sondern im Hauptbildschirm unseres Vereins, also von Werder Bremen. Und dann schauen wir nochmal auf die Tabelle, wie das dann aussieht. So. Ich weiß jetzt auch gar nicht, gehen wir den Spieler nochmal als nächstes. Ich weiß auf jeden Fall, übermorgen spielen wir jetzt gegen Brügge, aber irgendwer ist da noch zwischen, aber ich weiß jetzt nicht mehr wer. Oh, das weiß ich gerade nicht mehr. Da Dortmund... Oh, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Nee, Dortmund hat noch nicht gespielt. Okay. Ich sehe das hier bei Elgato. Ist ja immer ein bisschen verzögert. Sind ja immer 5 Sekunden. Aber das ist ja normal.
Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Desync oder so. Oder hängt ja jetzt nicht so mit der Leitung zusammen. Das ist halt bei Elgato so, weil da ist es immer leicht verzögert. Maximal sind es 5 Sekunden. Ich weiß jetzt nicht, sind das 5 Sekunden? Wartet mal. Das sind 1, 2, 3 Sekunden. Okay, gut, dann los geht's. Topspiel in München. Und da haben wir gleich mal Kruse. Boah, schade. Wären wir fast mit Julusewicz durch gewesen. Agiere auf Pulisic. Kirchhoff. Das war gerade sehr knapp. Und ja. Alter, das war gerade mein Bauch. Ich hoffe, man hat es nicht in der Aufnahme gehört. Schieß doch! Ja! 1-0 Kruse! Ich habe davor schon längst geschossen. Ich habe da geschossen. Und dann endlich geschossen, weil ich da bedrängt wurde, glaube ich zumindest. Und dann schießt er trotzdem der Inbedrängnis von Boateng. Das 1-0. Kruse, du bist einfach geil drauf. Also Kruse und Hahn, wirklich top. Du, Isak wird noch in die Rolle reinwachsen. Seferovic ist so einer wie Johansson, genauso wie in Realität, der mal so ab und zu eingewechselt wird. Halt eben so als Joker, mit dem wir aber auf jeden Fall noch Chancenerarbeitung und so trainieren müssen. Stimmt, ich habe jetzt gar nicht auf das Training geachtet. Muss ich auch mal ganz ehrlich zugeben, jetzt eben vor dem Spiel und auch vor dem Spiel gegen Atletico. Aber ich glaube, da konnten wir nicht trainieren. Aber auf jeden Fall Chancenerarbeitung muss mit Seferovic mehr sein, dass er dann einen viel, viel besseren Abschluss drauf hat. Ja, das ist wichtig. So, Augustinsson hat sich da erstmal gegen Robben durchgesetzt. Augustinsson auf Julusewicz. Ah, aber Boateng geht da stark dazwischen. Oh, ich verstehe das manchmal mit dieser scheiß Grätsche nicht. Ich bin ja nicht dumm oder blind. Aber guck mal, eher so blocken. Blocken kriege ich viel, viel besser hin. Das ist so eine Sache, die mich aufregt. Dass ich das nicht so beherrsche. Es ist wirklich so. Also das finde ich nicht toll. Na, das war knapp. Muss man zugeben, das war knapp. Hä? Das wäre eigentlich mein Ball? Oder das war eigentlich mein Ball? Oh, und Lafont mit einer sensationellen Parade. Mein Gucken, war das Müller? Ja, das war Müller. Die 25 mit dem schwachen Linken sogar. Also Lafont hätte den auch theoretisch halten können, wenn er ein bisschen größer wäre. Würde ich jetzt einfach erstmal so vermuten, so ganz stumpf. Alter! Ja, jetzt gibt's Elfmeter. Ganz ehrlich, meine Spieler schlagen die Bälle nicht weg. Was war denn das? Gelb? Hä? Was? Jetzt mal ganz ehrlich, was habe ich da gemacht? Jetzt muss ich mal wirklich darauf achten. Was habe ich da gemacht? Handspiel? Ist das euer Ernst? Oh Mann, jetzt schießt er nach links. Statistisch gesehen haben immer die Elfmeter gegen mich, immer gegen die nach unten rechts und jetzt gingen die mal nach unten links. Oh Mann, ey. Und dann wieder so ein scheiß Elfmeter. Ganz ehrlich, sowas regt mich ja schon wieder auf. So, da gehen wir erstmal an Lahm vorbei. Mit Gnabry, der da auch schneller ist. Oh, Kirchhoff mit einem schönen Schuss aus der Distanz. Schön gemacht. Junusovic mit der Ecke. Oh, der Ball kam da fast durch. Junusovic bekommt den Ball. Da flanken. Na, aber
Dann war da keiner meiner Spieler. Ich hatte den Ball und Robben bekommt den irgendwie auf mysteriöse Weise wieder zurück. Hä? Ich hab gepasst! Ich verstehe das manchmal nicht. Meine Spieler gehen dann automatisch irgendwie manchmal zurück. Oh. Ja, jetzt kommt hier die Klasse der Bayern wieder zum Vorschein. Ich passe hier mal eben kurz, das ist hier gerade sicher, Susanne. Der Elfmeter regt mich ja schon wieder auf, muss ich zugeben. So, da haben wir Jelusevic. Da haben wir Augustinsson, Jelusevic. Ah! Schön. Kruse. Na, oh Mann. Weißt du, wenn ich so ein Foul oder halt so ein, ich sag mal, halt sowas ausführen würde. Na, ja, er ist nicht schnell. Obwohl, eigentlich ist Kirchhoff schon ein bisschen schnell. Aber wenn ich sowas machen würde, das wäre sofort instant einfach Elfmeter. Oh. Daniel, warum grätschst du, wenn du weißt, du kannst das nicht? Das war ein starkes Spiel. Gnabry, aber da ist schon Vidal. Augustinsson. Kruse. Das ist auch Elfmeter. Ja, okay. Das ist Elfmeter für Bremen. Gibt's Gelb gegen Boateng? Okay, das haben wir jetzt nicht gesehen. André Hahn. Ich weiß jetzt nicht. Okay, Kruse. Oh, Kruse hat deutlich bessere Werte. Dann sollten wir auch Kruse schießen lassen. Und wir schießen in die gleiche Ecke wie Bayern. Und das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Ich verschieße einen Elfmeter. Komm. Ja, André Hahn. Ja. Oh. Kruse hätte einen Doppelpack ziehen können. Schade. Aber dann Ball wurde gehalten, Flanke, Kopfball, Tor. So einfach kann es einfach gehen. Okay, kann ich mit zufrieden sein erstmal, so an sich, da wir den Elfmeter verschossen haben. Ich wollte gerade sagen, somit ist der Ausgleich wiederhergestellt, aber das ergibt keinen Sinn. Also in dem Sinne schon, weil wir den Elfmeter verschossen haben, aber so vom Ausgleich, so von der Bedeutung her eher nicht. Aber ich kenne viele, die, Alter, Augustinsson, wenn du kannst keine guten Kopfbälle, dann, Alter, dann baut er auch doch da Mist hinten. Augustinsson, da hat er den Ball und anstatt zu passen, passt er gegen Kirchhoff, gegen die Füße, wo Kirchhoff sowieso nichts tun kann. Was war das denn gerade für ein Müll? Na, der kommt kurz. Ja. Das ist Abstoß. Den führe ich auch lang aus. Na, eigentlich sollte der auf Kirchhoff gehen. Ging er aber nicht. Gnabry. Ja, okay, ist Einwurf. 2 Minuten Nachspielzeit. Ja, komm. Soll erstmal Halbzeit sein. Und dann. Ah, aber da kommt nochmal eine Chance. Augustinsson. Na, ja, okay, das. Der Ball war gerade im Aus, oder? Sonst hätte er nicht abgepfiffen. Der Ball war im Aus. Okay. 2-1 steht für uns. 11 Meter gab es für Bayern und für uns.
Wir haben verschossen. War auch schlecht von mir. Da sehen wir nochmal das Tor von Kruse. Hier das Tor von Vidal nochmal eben ganz kurz. Da die Parade von Neuer. Da dachte ich einfach, schieße ich in die gleiche Ecke, aber dann nochmal das Tor von Hahn. Da hat er sich aber auch gut durchgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, wer da war. Und Dortmund spielt hier nicht. Gladbach führt und Mainz führt. Gladbach steht auch oben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich weiß jetzt nicht, wo Mainz steht. Ich habe jetzt nicht ganz mir die Tabelle gemerkt, muss ich mal zugeben. Aber muss ich mir auch nicht. In Realität kenne ich die Tabelle. Aber im Spiel kenne ich die Tabelle jetzt. Ey. Jetzt nicht auswendig. Und jetzt kommt irgendein Zuschauer von euch und sagt so, oh Daniel, oh, du hast doch die Tabelle jetzt auch schon so oft gesehen. Das musst du doch mal wissen. So, Gnabry, das war ein sehr, sehr schöner Pass. Tor. Ganz ehrlich, genauso wollte ich ihn und genauso habe ich es gemacht. Junuzovic 3-1. Klasse Treffer. Richtig klasse Treffer. Seht euch das an. Gnabry passt nämlich auf Kruse und dann zieht er nur noch ab. Unhaltbar, muss man wirklich sagen, weil der ging oben in die Ecke. Wirklich genau unter die Latte. Besser kann man solch einen Schuss nicht machen. Also genau so einen Schuss habt ihr heute, es ist Samstag, nur noch mal so zur Info, jetzt ist Dienstag, wo er normalerweise immer die erste Folge FIFA kommt. Aber da ja kein Tippspiel kommt, dachte ich mir, mache ich mal so einen kleinen Bonus und bringe heute mal... Das war gerade richtig knapp. Aber dachte ich mir mal, bringe ich halt am Montag eine Folge. Da sehen wir nochmal, das war gerade richtig knapp. Ich glaube, Hahn war es, wenn ich mich nicht irre. Das dürfte Ecke geben. Ist auch nochmal eine Gelegenheit. Bring die lang. Und es gibt nochmal Ecke. Weißt du, es gab Handelfmeter für Bayern, aber für uns nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, nämlich das war Handspiel. Oh, ruhig, Daniel, ruhig. Ruhig. Agiere. Nein! Junuzovic. Gnabry. Wir spielen gerade richtig stark. Setzen Bayern hier sehr gut unter Druck. Und deswegen würde ich sagen, wir führen ja mit 3-1. Würde ich sagen, machen wir mal einen Wechsel. Gnabry hat sehr, sehr gut gespielt. Klar, kein Tor. Mit den Außen ist es auch immer etwas schwieriger. Super, auch bei solch einer Formation würden wir mit Flügelstürmern spielen. Also linker Flügel, rechter Flügel. Dann wäre es auch wahrscheinlicher. Aber das ist halt eine sehr, sehr offensive Ausrichtung. Und mit Glück bekommen wir da den Ball zurück. Ah. So. Na? Okay, wurde oben nichts angezeigt. Oh, na, da gehe ich mit Hahn weg. Können wir kurz passen? Augustinsson, Gnabry. Oh, oh, Gnabry, Vorsicht. Augustinsson, Kirchhoff. Warte, wir haben jetzt Wechsel schon mal. Warte, haben wir jetzt schon. Haben wir jetzt eigentlich Wechsel vorbereitet? Das ist Hahn. Warte mal, haben wir jetzt Wechsel vorbereitet? Ja, keins haben wir vorbereitet. Und der Wechsel wird jetzt auch durchgeführt. Ich würde sagen, wir wechseln dann jetzt nochmal schnell einen zweiten hinterher. Pulisic weiß ich noch nicht. Kirchhoff würde ich sonst auch sehr gern auswechseln. Würde dann aber gerne auf eine Formation
umsteigen. Warte mal, das ist die mit Benfica. Das ist dann die mit Bremen. Kainz, Junusovic, Kirchhoff, Hahn, Kruse. Und für Kirchhoff bringen wir dann nämlich Ruben Neves. So ist es dann ganz gut. Das heißt, jetzt nicht mit einem offensiven Spieler. Wir spielen dann etwas ausgeglichener. Können wir uns aber auch erlauben. So, Ecke kommt von Junusovic. Und den Ball, der Ball flutscht zwischen Neuers Arme hindurch. Da wartet. Und flupp. So ist ja ein Treffer in Ingolstadt am letzten Spieltag gefallen. Na, schade. Schade. War das wirklich abseits? Ja, war knapp leider abseits. Sonst hätten wir noch eine Ecke gekriegt. War aber trotzdem schön gespielt, muss man zugeben. Robben geht, dafür kommt, okay, Julian Green. Ganz ehrlich, absolut neuer Schuld. Ich wusste, der passt kurz. Ich musste nur warten. Ich habe gewartet, Kruse nimmt den Ball an, zack. Aber ich dachte ganz ehrlich erst, der geht nicht rein, weil ich so komisch geschossen habe, aber der ging dann doch schön rein. Hat Kruse seinen verschossenen Elfmeter auch nochmal wettgemacht. Oh, 4-1, ganz ehrlich, das spricht für sich. Solch eine Führung. Stimmt, und klar, das Spiel ist jetzt schon her mit Bremen, also nicht jetzt das Atletico-Spiel, sondern das letzte aus der Realität Bremen. Also letzter Spieltag am Samstag war es zwar. Aber ich glaube, das ist niemandem aufgefallen. Klar. Jetzt ist noch Samstag, vielleicht steht es am Sonntag in der Zeitung, da bin ich mal gespannt, weil was mir gleich aufgefallen ist, als alle drei Tore gegen Leipzig gefallen sind, ist nämlich, dass alle Torschützen für Bremen Österreicher waren. Ist euch das auch aufgefallen? Das war ganz schlecht von mir. Kunstschuss. Versucht den Kunstschuss und trifft. Nein, und trifft nicht. Wäre aber cool gewesen. Javi Martinez kommt für Boateng. Ein Wechsel, den ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Beziehungsweise die Auswechslung, die ich nicht nachvollziehen kann. So, Junusovic oder Hahn, Kruse, Pulisic. Wen haben wir noch? Isak wäre ganz gut. Isak wechseln wir mal ein für... Ja, komm, für Kruse. Können wir mal machen. Bringen wir ihn jetzt nochmal für die letzten Minuten. Sorgen wir sonst erstmal dafür, dass der Ball ins Aus kommt. Oh, guck mal, leichter als gesagt. Zack. Weil dann wird der Wechsel auch durchgeführt. Finde ich immer ganz gut, so diese Taktik. Gerade nicht nur bei solchen Spielen, sondern gerade wenn man so Ultimate Team oder online halt spielt gegen andere. Also wäre sonst mal so ein Tipp für euch, wenn ihr das macht. Ich stehe halt nicht so drauf. Das ist für mich kein Reiz. Klar, so würde ich mich nur verbessern. Aber ich mag das nicht. Wäre es jetzt so ein Duell mit Freunden, so wie es halt beim Orakel war, ist es eine Sache. Boah, zweites Tor von Vidal. Das ist auch sehr stark. Muss man zugeben, schönes Tor. Aber ich sehe halt nicht so den Reiz darin, FIFA Ultimate Team zum Beispiel online zu spielen. Ich habe da ein gutes Team und es hat Spaß gemacht, das aufzubauen. Aber ich spiele halt eher auch nur so Singleplayer damit, anstatt es online zu spielen. Keine Ahnung, ich mag es irgendwie nicht. Das klingt komisch. Manche mögen halt eher online mehr als... das war kein guter Pass. Da wollte ich aber auch nicht hinpassen, muss ich zugeben. Aber manche mögen halt das mehr, andere mögen das halt mehr. Das ist halt einfach so.
Das war fast ein Tor. Und das war fast eine sehr gut ausgeführte Grätsche. André Hahn? Nein, der Ball sollte auch auf Isak. Ich frage mich, wann er das erste Mal für Dortmund aufläuft. Das war's. Klar, Folge geht jetzt schon länger als gestern. Ganz ehrlich, 4-2 Doppelpack Vidal muss man sagen, aber auch Doppelpack Kruse muss man sagen. Also Mittelfeldspieler gegen Stürmer. Aber wir haben davor unsere starken drei und wir sehen auch wieder, Gnabry ist sehr, sehr wichtig für die Außen. Gibt auch in letzter Zeit sehr, sehr viel mehr Vorlagen als Pulisic. Note, deswegen 8,9, Kruse, Spieler des Spiels. Schauen wir nochmal. Gladbach hat gewonnen, Mainz hat nur unentschieden jetzt noch gespielt. Augsburg hat also ausgeglichen. Das Top-Spiel ist hier Köln-Hamburg. Also sieht es wie folgt aus. Dortmund hat noch nicht gespielt, können 26 Punkte haben. Aber das bedeutet so oder so 4 Punkte Vorsprung auf Rang 2, egal wer es wird. Und somit würde ich sagen, war es das mit der Folge. Wir spielen als nächstes jetzt gegen, wusste ich doch, gegen Schalke. Das ist morgen am Mittwoch. Also diese Partie werde ich, denke ich, noch spielen. Also die auf jeden Fall. Ob ich alle 5 spiele, ganz ehrlich, das weiß ich noch nicht. Will halt FIFA mehr fortproduzieren, beziehungsweise jetzt schneller vorproduzieren, weil halt nächste Woche Samstag, wie ich ja schon gesagt habe, ein neues Projekt startet. Möchte dazu noch nichts sagen. Lasst euch einfach überraschen, was es ist. Starttermin 14 Uhr, kommt die erste Folge online. Am Samstag, den, welcher ist denn das dann? Warte mal. Jetzt ist schon Sonntag der 19., das heißt, am Samstag war der 18., 18 plus 7, 25. Das heißt, am 25. März um 14 Uhr, neues Projekt auf meinem Kanal. So viel kann ich sagen, ist ein Singleplayer. Somit würde ich aber auch sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal.